So klein und schon ein Linzer Kipferl. Für die Linzer Kipferl wird Margarine und gesiebter Staubzucker in die Rührmaschine getan. Danach, wenn es einmal, zweimal gescheit schaumig gerührt worden ist, kommt ein Ei dazu. Dabei muss man immer schauen, dass die Margarine auf der Seite immer wieder zusammengeputzt wird, damit die Masse sich gescheit und homogen vermengen kann. Wenn die Masse schön glatt ist, wird das Ganze aus der Maschine ausgespannt und das Mehl wird mit der Hand untergehoben. Das gesiebte Mehl kommt jetzt nach und nach dazu. Die homogene Masse habe ich jetzt in einen Spritzsack gefüllt. Falls die Masse etwas zu fest ist, kann man einen Schluck Eiweiß dazu tun. Beim Aufspritzen ist es wichtig, dass man eine kleine Sterntülle verwendet, damit die kleinen Kipferl schön gleichmäßig werden. Und jetzt kommen die Linzer Kipferl für ca. 10 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Mit dem gleichen Teig kann man dunkle Linzer Kipferl auch machen. Dafür nehme ich jetzt einfach ein bisschen gesiebten Kakao und menge ihn unter die Masse. Dabei ist darauf zu achten, dass die Masse nicht brandig wird, also nicht zu lange rühren. Und dass der Kakao schön gleichmäßig im ganzen Teig verarbeitet ist. Die dunklen Linzer Kipferl werden genau gleich wie die hellen aufdressiert und kommen dann in den Backofen. Jetzt fange ich an, die dunklen Linzer Kipferl mit Ribisselmarmelade zusammenzusetzen. Dafür habe ich mir kleine Stranitzel gemacht und gehe jetzt jedes einzelne Keksel gleichmäßig befüllen. Jetzt wird das obere Keksel einfach draufgesetzt und wenn man ein bisschen Zeit hat, dann kann man die Keksel über Nacht trocknen lassen, dass die Marmelade sie nicht mehr verziehen kann. Die Enden vom Linzer Kipferl werden jetzt in temperierte Kuvertüre getunkt. Wenn ihr wirklich gleich tunkt, muss man wirklich schön aufpassen, dass die zwei Kekse nicht komplett sich verschieben. Für die hellen Linzer Kipferl nehme ich Marillenmarmelade. Hierbei wird wieder ein Stranitzel voll gefüllt, ein kleines Löchlein reingeschnitten. Das Ganze beginnt jetzt von vorn. Wieder schön aufpassen, dass die zwei Kekse schön übereinander liegen und die zwei Enden wieder in Schokolade tunken. Und fertig sind die Linzer Kipferl.